1984. Ist das denn ein Chip? Prozessor. Okay. Printed on real paper. A bit archaic for you, Adam. Das werde ich ja wohl nicht nochmal analysieren müssen. Nee. Schrank kannst du gleich auch machen, oder? Nee? Ja, doch. Das könnte gut sein. Nein, das will ich nicht. Also. Man muss den wieder zuschieben. Macht er nicht. Gar nicht so einfach. Gehen wir näher ran. Oh. Motherboard. Hauptplatine. Oh. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so. Nein. Was für ein Bild. Ja, hat was. Schrank war sonst nichts mehr? War ja noch eine Tür. Oder? Na. Oh, ich gleich, gleich. Ist das eine? Ne. Ah, noch ein Feuerlöscher. Feuerlöscher genug, aber. Nee. Nee, ist nichts mehr drin, was uns helfen könnte. Das ist doch total super, wenn der einfach mal am Tatort rumlatschen. Mhm. Oh, aber ist eine Küche. Ja, hier fühlt man sich doch zu Hause. Hunger? Nee. Was ist das denn? Jetzt müsste, glaube ich, Bio nehmen. Wahrscheinlich, weil hier kommt gerade nichts. Ja. Controlled Substance 45F. Oh, illegal. Oh, oh. Fit. So, dann tun wir das mal schnell wieder weg. Natürlich. Oh, kannst du da Bio anmachen auf dem Boden? Nee, sorry. Du bist, glaube ich, bei elektrisch, oder? Oder bist du bei Bio? Nee, ich war bei Bio. Ah, okay. Irgendwie super Gasflasche da unten. Schon wieder ein Feuer. Oh, noch einer. Heieiei. Hier wird aber mit ganz viel Feuer gerechnet. Okay, das kriegen wir nicht ganz auf. Schublade vielleicht? Oh, Ventilator. Schublade, genau. Tastatur? Ne, kann man aber nichts. Die hatten wir schon auf. Ne? Ja. Ah, oh mein Gott. Alles öffnen hier. Ich frage mich gerade, ob es nicht vielleicht doch einfacher ist, das mit Maus zu steuern. Glaube ich fast schon. Ich probiere es mal. Wie kann man so eine Hightech-Bude so verlottern lassen, ey? Ja, typisch Cyberpunk. Ist immer alles total abgelatscht aus. Oh, so sieht das bei mir auch aus. Oh mein Gott. Bingo. Bingo. Ich bin Bingo. Irgendein Sicherheits... Oh. Code eingeben. Code haben wir nicht, ne? Oh. Wir haben eine Zahl gesehen. Wann? Achso, dann sind 84. Wann haben wir die denn gesehen? In dem Buch, das Buch, 1984. Ach ja. Was hat er denn jetzt angemacht? Oh. Ach, oh. Huch. Uiuiui. Wo sind wir denn? Achso. Okay. Was geht jetzt hier?
Innenstadt, Inferno, tragischer Unfall oder aufrührerischer Angriff. Kann ich da irgendwas aussuchen? Navigieren, auswählen, scrollen. Ah. Notdienste sind noch vor Ort. Nachdem eine massive Explosion einen Krater in den bis dahin ruhigen Geschäftsbezirk im Inneren Krakows gerissen hat. Man geht davon aus, dass die Explosion von einem Forschungs- und Entwicklungszentrum von Chiron, wie hat er das eben genannt? Ich weiß nicht mehr, wie es ausgesprochen hat. Incorporated ausgegangen, es ist ja egal. Nennen wir es Chiron. Eine gewisse Suche von KPD und Mitarbeitern des Unternehmens ist im Gange, aber die eine gemeinsame, eine habe ich gesagt, eine gewisse Suche. Egal. Aber die Rettungsteams haben bislang noch keine Überlebenden in den Trümmern gefunden. Die genaue Zahl der Opfer ist noch unklar, aber laut unseren Quellen wurde kein hochrangiger Vertreter von Chiron in diesem tragischen Ereignis verletzt. Bisherigen Berichten zufolge ist die Explosion auf eine Reaktorfehlfunktion zurückzuführen. Eine anonyme Führungskraft hat jedoch Zweifel an dieser Version geäußert. Wir untersuchen derzeit alle Möglichkeiten, aber es sieht sehr nach einem terroristischen Anschlag aus. Es ist genau die Art grausame, feige Taktik, die die antirepublikanischen Rebellen so gut zu nutzen wissen. Wir werden in Kürze eine offizielle Erklärung dazu abgeben. Wenn die Rebellen tatsächlich hinter dieser grausamen Attacke stecken, bleiben ihre Ziele ein Rätsel. Das Zentrum führte zivile Forschung durch und konzentrierte sich hauptsächlich auf die Entwicklung neuer und verbesserter neuraler Verbindungen und anderer Verbraucherprodukte. Falls jemand involviert war, scheint ihr einziges Ziel die Zerstörung und das Einschüchtern der zivilen Bevölkerung gewesen zu sein. Bei der Bitte um einen Kommentar gab Polizeiinspektor Robert Bikula eine schnelle und ernste Antwort. Die Führungskräfte von Chiron haben uns ihre volle Unterstützung bei der Klärung der Lage zugesichert. Dann zog er sich in seinen Streifenwagen zurück, deutlich über die Ereignisse des Tages bestürzt. Wir halten Sie über weitere Einzelheiten über das Krähen auf dem Laufenden. Okay. Dokumente. Korrupte Daten. Alles korrupte Daten. Hm. Was? Heimsicherheit. I've deactivated the apartment security system, leaving the crime scene. Ach so, so kommen wir also raus. Gesundheit. So, jetzt weiß ich natürlich nicht. Computersynchronisation gesammelt, okay. Nochmal? Ich weiß natürlich jetzt nicht. Ich kann die Sicht nur über Pad. Ich habe das nicht gelernt, das jetzt über Tastatur zu machen. Da passiert aber nichts. Da passiert aber was. Fünfter Milligramm, bla bla bla. Allgemein. Was? Ach so, nee. Stabilisierer, bla bla bla. Synchrosine refilled. Okay. Na. Nochmal gucken, bitte. Bin ich in der Hocke? Ich komme mir so klein vor. Vielleicht ist er einfach so klein. Nee, aber das sieht ja schon sehr klein aus. Das ist ja... So, ich war in der Hocke. Ah, guck mal. Ah, guck mal, wie groß er ist. Groß bist du geworden. So, aber wir haben also die Tür offen. Wir können also, wie er sagte, den Tatort verlassen. Mhm. Mehr war ja hier jetzt auch nicht. Guck nicht, ne? This just doesn't feel right. You're still alive. I know it. Was ist da los? Hilfe? There is no need for concern. Remain in your apartments and await further instructions. Oh.
kriegt eine große Beunruhigung oder ja, das sieht anders. Oh, ist der Ton so laut oder ist das? Das ist so laut, ja. Oh. Und sagen wir gehen mal raus, ne? Das ist doch kein großer Boden. Ja, in den Wohnungen, aber nicht aus. Ja. Aber da scheint einer. Ja, toll. Ja. Hier ist es auch Ruhe. Ruhe im Karton. Hey, cool, das, ja, das war echt laut, ja. Oh, ich kann mich sehen. Okay. Was sind das, die Gegensprechanlagen? Okay. Passiert nichts. Auch nicht schlecht. Here, quick. What is it? What's up with the lockdown? Is it the phage? Was there an outbreak? Ich weiß nicht. Nee, nee, wir wissen es nicht. Too early to tell. I'm looking into it right now. Looking into it? Are you out of your mind? We might all be infected. You don't know that. Best thing we can do is stay calm and... And let them come and slaughter us? I won't let them take me. I won't. Okay. KPD, I need to ask you some questions. Do you know what's going on? My holo projection got cut off. I can't get a signal. The building is under lockdown. No external connection. Not much we can do. Shit. Sounds serious. So, you wanted to ask me something? Ich weiß nicht. Irgendwas Verdächtiges, oder? Erstmal. Ja. Vielleicht kommen danach noch. Ja, vielleicht kommen wir noch. Suspicious recently? Anyone hanging around in the hallway? No, not really. Then again, I don't really go out much. Hey, you wouldn't happen to know when they're gonna fix the connection. Not that it's like super important to me or anything. I just need to know. Hast du kein Internet oder was? ich kenne das. Könnte dauern. Na gut. I'm not sure if anyone even knows we've been locked in. It might take a while. Oh God. I mean, sure, that's fine. It's just, you know, the apartment feels. Na, geht kaum raus. Aber ja. Kind of claustrophobic. Is it hot in here? I'm sweating something awful. Oh my God. Just take a deep breath. It's gonna be fine. Of course it is. Why wouldn't it be? I'm just gonna sit here and wait for them to fix it. Can you talk to me some more? It makes it kind of easier. Vorherige was? Abriegelung? Zeitbeschönung? Ja, fragen wir. So war das. You've been living here long? Oh, well, I have, it must have been at least 7 or 8 years. Ever had a lockdown before? I don't think so. I don't remember my projector going off. Don't they? Ever. Naja, was können Sie mir erzählen? What do you want to talk about? Yeah, you know. Gorski the Giant was fighting Killer Cromer today. You an AMA fan? Du bist ja... not really. Sounds like you are. Of course I don't know who won since my projector went out. Why are my hands shaking? Ach Gott. Oh nein, naja. Aber wir sagen Zeitverschwendung, dann nur böse zu ihm wahrscheinlich. Es geht aber nichts mehr. Wir müssen das jetzt sagen, um das Gespräch zu beenden. Ja. Okay. Sorry, I don't have time for this. Oh, okay. I understand. It's no problem. I'll just
Oh nein. God, I'm really starting to sweat like a pig. Oh mein Gott. Ey. Ja, er geht kaum vor die Tür. Ich meine, es ist was anderes, nicht vor die Tür zu wollen. Ja, kennt man doch, ne? Nicht vor die Tür zu können. Ne? Das sind zwei verschiedene Dinge. Man kennt das. Ja. Auf jeden Fall. Ups. Achso, das war so. War mal eben schon drin, ne? Klo auf dem Flur, ey. Das ist ja wie überall die Tauben, ey. Fürchterlich. KPD, I need to talk to you. Get away from me, man. I got a piece on me, and I ain't afraid to use it. No, you don't. Now calm down. I'm just looking for some answers. Oh, I know how you get your answers. I got nothing to tell you. Das geht da nicht mehr an. Ich dachte, ich könnte der Sache nochmal etwas mehr Nachdruck verleihen. Okay. Kannst du klingeln? Da. Keiner da. Tut doch nur so. Ja, guck mal, Plan. 003. Was ist da? Da ist zu, vielleicht deswegen. Jetzt sind wir hier durch? Ne, das war ja das Zimmer. Da war ja die Wohnung, 06. Genau. Aber wir haben nicht geklingelt. Ja, genau. This is Tom. And Irene. We hope you're having a positively peachy day. Oh, we sure do. Sadly, you're not in right now. But you can leave your message after the beep, and we'll get back to you as soon as we're home. Yeah. Oh, I mean, beep. Oh, God, I'm going to auflegen. Oh, my God. Alter Schwede, ey. Ja, und hier erscheinen geht ja nicht. Nee. Boah, ich glaube, das sind so Nachbarn, die brauchst du nicht, ey. Schauen wir noch hier. Aber man sieht sie ja kaum, glaube ich. Ja. What do you want? Got a minute, sir. KPD. Oh God, they're here! The cleaners are here! Oh Gott. Gott. Ja, das war's dann wohl. Der ist jetzt wahrscheinlich hinten irgendwo aus dem Fenster gesprungen. Ja, genau. Panik! Na, komm. Kriegst sie auch. Zieh! Zieh dran! Nö, keiner da. Andere Seite. Hey PD, I need to talk to you. You broke it! No, you broke it! These kids to shut up! I'm fucking talking to you! Yeah, what's this about? Oh my God! Ich mach jetzt einen Mieter aus nur 7. Ja, okay. You know the tenant in apartment 7? Dad, Tommy, listen to me! Shut up, Smith! I thought I told you to shut up! 7, huh? Nah, can't say that I know the guy. Okay, so it's a guy. Yeah, well, seen him once or twice. I might have a vague recollection. Could you give me a vague description? Maybe. What's it to you? Polizeilich. Police business. Just answer the question, and I'll get out of your face. So that's how it's gonna be, huh? Why don't you knock on that door and see for yourself? Can you describe him or not? I don't have time for games. All right. Younger fellow, probably in his 20s. Wow. Anything else? Nah, I never really got a good look at him. Medium height, medium built. He was just kind of there, you know?
Geschrei. Irgendwas Verdächtiges oder so? Ja. Have you seen anything suspicious around the building? Any strangers skulking around? Nah, I don't pay much attention to the other guys. Okay, sometimes. Not as dumb as you are. Nuh-uh, you're way dumber. Shut the fuck up! Oh my god. Not upstanding citizens like you. You bet your ass. Good thing we'll be getting out of this dump soon. Is that right? Yep, I've been working my way up. I even filed for a status upgrade. Once that goes through, we'll be moving to a B-class district in no time. Yeah, good luck with that. Okay. Eieiei. Gott, sind die alle freundlich. Ja, vor allem, was ist da wieder für ein Zwischengang? Ja, durch, warte, sind wir jetzt durch den da hingekommen oder durch den hier? Nee, du musst durch den durch. Durchs Bad durch. Geil. Ah ja, Nummer 12. Was ist da durchgedingst hier? Ah ja, da. So, mal. Könnt doch nicht alle nicht zu Hause sein. Geht doch nicht. Grundflor. Wo da überall Bildschirme rumhängen, ey. Wasserboiler, Küche, Bildschirme. Durchbruch, Dusche. Ist ja aus wie ein Aufzug oder so, ne? Oder? Geht aber nichts. Oh. Drücke MMT zum Hacken. Also mittlere Maustaste wahrscheinlich, ne? Vermute ich da mal. Mal gucken, was dann passiert. Find static numbers. 4. Hier ist eine 4. Da unten auch. Da unten auch eine 4. Jo. 6. Wo? Rechts, Mitte. Ja. Dann. Hast du gedrückt? Null. Ja. Oh. Alles gut. Boah. Boah. Einbrecher, Profi. Natürlich. Das ist nicht GTA-ler. Ja. Sind die ja alle nicht zu Hause? Ihr hört jetzt immer das Rappeln meines Pets, ne? Oder? Nicht. Ich spür's nur immer. Ach so. Vielleicht ist dieses Möb auch das Rappeln von deinem Pet. Nee. Okay. Das Möb. Nee, das Möb ist auch wirklich ein Möb. Nette Beleuchtung. Okay. Wer ist das denn? Kann man da lesen? First name. Was? Matthäus Kratschek. Okay. Ich glaube, was zu machen. Nö, ne? Nö. Ja. Ah, ich hab's wohl mitgenommen, so wie es aussieht. Boah, diese Herz, die aussehen wie Ärsche. Ja, lustig, wer macht denn überall diese Herzchen hin? Fallprotokoll aktualisiert. Das ist doch auch so ein Ding, was normal an der Tür, wo man. Ja. Ja, ja, aber. Nicht mehr in Flugzeug. Ja, aber. Kommt schon, ihr seid alle zu Hause, ihr Säcke. Ja, echt, wo sollt ihr schon sein? Echt? Das ist doch Ausgangssperre. Come to the door, please. Just wanna talk. Who are you? Did Chiron send you? I'm with the KPD, Chiron. That's what you're asking. Seriously? We haven't had a cop around these parts in... ever, I guess. Well, you've got one now. Yeah, good luck. You're gonna fucking need it. Alle freundlich hier. Der Polymath 31A. Okay. Polymath.
aber nicht genau. Nee. Ja. Der Ausweis hat die Tür offen gelassen. Oh, okay. Beim Hausmeister müssen wir uns natürlich mal umschauen. Sind wir hier? Nee, ich glaube nicht, dass das der Hausmeister ist, sondern einfach nur Überwachungskamera. Ja, ja, gut. Aber er hat Hausmeister gesagt, oder? Naja, aber der war wahrscheinlich dafür zuständig. Nicht, dass sie hier wohnen. Also, der wohnen vielleicht nicht, aber arbeiten vielleicht. Man weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie so ein Hausmeister im Jahr 2084, wie der so arbeitet. Ah, Hauptsache, wir machen immer einen Ventilator an. Ist ja auch, der eine hat ja auch gesagt, es ist so warm. Also von daher. Ja. Nanofrage und ich, na super. Okay. Mhm. Hm. Ach, da warst du da die Türdinger? Jo. Und dann alten Atari oder? Oh, oh, oh. IBM. Ja, IBM. Die Mauer steht aufrecht. Unsere mutigen Jungs und Mädels verteidigen uns weiterhin gegen die östlichen Horn. Oder Propaganda hier. Also, da gibt es wieder einiges zu lesen. Oh, ne, oh Gott. Ja gut, müssen wir jetzt nicht alles. Nee. Wer es genau alles verlesen will, Pause drücken. Und dann. Ich lasse mal einzelne Abschnitte kurz so stehen. Müssen wir nicht alles lesen. Der erste große Kampf, bla bla, der Einsatz der Soldaten ist unglaublich. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Nee, ich denke auch, es geht da nur um so eine grundlegende... Nicht ausschalten. Ja, ganz ruhig. Erdgeschoss. Ach, das sind die... Ach, sieben. Grabinski Leon. Ja, okay. Wo ist denn der, den wir gefunden haben? Das Bild. Dieser Matthäus noch was hier nicht dabei? Nee. Sieht nicht so aus. Also erster Stock, zweiter Stock. Mal gucken. Of course. Oh, two agents. Da. Helena Novak, Apartment 104. And Hannah Nader, Apartment 106. Hi. Hi. Also on the same floor. Ja, das stand doch irgendwo. Wo stand 104 das? 104 und 106. Aber da haben wir doch überall geklingelt und geklopft, oder nicht? Nee, wir waren noch nicht im ersten Stock. Das stimmt, wir waren da noch nicht. Wir sind immer noch im Erdgeschoss. Zweiter Stock. Okay, dieser Matthäus gibt's, den gibt's nirgendwo. Außer vielleicht im Keller. Ausgelagert. Kilarski Emil. Ja, super. Ja. Die Maria. Okay. Seba, ausgelagert. Bla. Oh. Nö. Okay, also gibt's den schon mal hier nicht. Okay. Also müssen wir in den ersten.